Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute geht es um einige Themen, nämlich um das Docking, es geht um die Hull, es geht um die Redeemer und noch einige andere Dinge und wir fangen an mit der Docking-Mechanik. Aktuell wird an dem Constellation und Merlin Docking gearbeitet, also das kleine Schiff, was hinten bei der Constellation reinfliegen soll. Das dient dann als Vorlage für das danach kommende Schiff zu Station Docking und als dritter und letzter Part soll dann das Schiff zu Schiff Docking kommen. Bei dem aktuellen System von Constellation und Merlin Docking handelt es sich übrigens nicht um einen vollautomatischen Prozess, sondern es läuft so, dass man aktuell mit seinem Zielschiff, also der Constellation, eben kommuniziert, ähnlich wie bei einer Landeanfrage und dieses Schiff soll dann das Docking akzeptieren. Somit kann auch nicht jeder einfach seine Merlin in deiner Constellation parken, sondern du musst es halt quasi dann erlauben, beziehungsweise es muss dein Schiff sein. Wenn das funktioniert hat, dann erscheint ein spezielles Docking-User-Interface für den Piloten der Merlin. Dieses soll dann eine Vorstellung davon geben, wohin genau geflogen werden muss und wie das Schiff zu neigen und zu drehen ist. Dann soll der größte Teil des Anfluges manuell durchgeführt werden, aber auf den letzten paar Metern übernimmt dann die Automatik. Das ist wichtig, damit das Docking sauber funktioniert, physikalisch korrekt und alles wirklich auf den Zentimeter genau passt. CRG sagt hier, dass etwa 99% des gesamten Docking-Prozesses manuell und das letzte Prozent automatisch abläuft. Das Schiff zu Station Docking ist ebenfalls bereits im vollen Gange. Es existiert sogar ein funktionierender Prototyp. Wir hatten schon in früheren Star Citizen News Folgen diese neuen ausfahrbaren Docking-Arme gesehen. Auf dieser Basis soll das Ganze in die Produktion gehen. Bevor das aber passiert, werden noch einige letzte technische Hürden bearbeitet und es wird, wie gesagt, erstmal das Constellation Merlin Docking gemacht, um da wieder Erfahrungen zu sammeln. Das Schiff-zu-Schiff-Docking hat aktuell die niedrigste Priorität. Es ist tatsächlich auch so mit die komplexeste und schwierigste Variante und man will erstmal mit den anderen beiden seine Erfahrungen machen und auch Gameplay-Feedback von den Backern bekommen. Es hat aber noch einen anderen Grund. Dieses spezielle Docking ist nämlich gar nicht so wichtig für das Spiel. Die allermeisten Raumschiffe interagieren nämlich nicht miteinander, sondern mit einer Station oder eben wie bei der Merlin über ein anderes Schiff, wo sie quasi so reindocken. So, also macht doch Hoffnung, dass das Docking jetzt Step by Step ins Spiel reinkommt und wir werden mal die Augen offen halten, wann da was auf der Roadmap erscheint. So, der nächste Punkt ist die physikalische Rüstung, Durchschüsse und die neue Schildmechanik. Ich kriege immer wieder Kommentare zu neuen Schildmechanik, deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir hier endlich mal ein paar neue News bekommen und die lauten wie folgt. Alle drei Dinge werden derzeit aktiv produziert. Die sind auch nicht nur notwendig für Raumschiffe, sondern auch für den FPS-Bereich, also insbesondere natürlich die physikalische Rüstung und die Durchschussmechanik. Es wird aktuell an Prototypen gearbeitet, diese müssen aber zunächst mal fertiggestellt werden, bevor man dann eine richtige Implementierung ins Spiel machen kann. Für die neue Schildtech war der Atmosphäreneintritt von der Alpha 3.10 ein sehr guter Vorabtest, weil sich dieser sehr ähnlich verhält, was die Schiffsphysik und die Form angeht. Ne, denn wenn uns beim neuen Schildsystem beispielsweise ein Flügel abgeschossen wird, dann passt sich unser Schild an die neue Form des Schiffes an, ähnlich wie der Atmosphäreneintritt sich auch bei uns anpasst. Das heißt, die Grundtechnologie ist insofern soweit fertig und das VFX-Team ist jetzt dabei, die Optik und das ganze Design der neuen Schilde irgendwie zu bearbeiten, bevor es dann eben ins Spiel reinkommen kann. Es wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass keins der aktuell bereits bestehenden Schilde weiter im Spiel bleiben kann, denn die sind alle nicht dafür vorgesehen, was man eben in Zukunft mit den Schilden machen will. Die werden also alle komplett ersetzt, bei allen Schiffen grundsätzlich. Dann haben wir mit der Alpha 3.10 ja unser neues HUD bekommen auf Building Blocks Basis. Dieses wird nochmal überarbeitet, denn man will natürlich nicht bei allen Schiffen das gleiche HUD haben. Das ist nur eine Übergangsphase, die wir aktuell sehen. Man möchte später, dass jeder Hersteller sein eigenes Schiffs-HUD bekommt. Die Gladius wird als erstes ein völlig neues HUD erhalten, was eben dann zum Hersteller Aegis passt. Auch am RSI-Style wird bereits gearbeitet. Es handelt sich bei diesen neuen HUDs nicht nur um ein reines Recolor, sondern um ein tatsächlich einzigartiges HUD für jeden einzelnen Hersteller. Das wird sich auch auf alle MFDs auswirken. Wir hatten ja schon von der Gladius die neuen MFDs mal gesehen vor einiger Zeit. Auch diese werden eben dann mit angepasst und redesigned. Dank der Codeänderung auf Building Blocks und das neue HUD ist ja mittlerweile komplett Building Blocks UI, wird es in Zukunft erheblich einfacher und schneller gehen, diese einzelnen Bestandteile, die ja modular sind, anzupassen und einfacher den Schiffen quasi ihren Hersteller Leitfaden oder das Herstellerdesign zu geben.
Dann gibt es eine ganz fantastische Nachricht zum Thema In-Ship-Spawning. Also, es wird an der Möglichkeit natürlich gearbeitet, Fahrzeuge oder Raumschiffe gleich innerhalb eines Raumschiffes zu spawnen. Also beispielsweise einen Rover in der Cutlass Black direkt mit zu spawnen oder eine Pisces im Hangar von der Carrack. Interne Tests laufen damit und die haben gezeigt, dass es bereits jetzt schon teilweise funktioniert. Man wartet hier aber ganz bewusst auf das iCache, um dieses System ins Spiel reinzubekommen, weil iCache kann das einfach so nativ, ohne dass man da irgendwas Neues machen muss. Man könnte zwar natürlich jetzt irgendwie Code bauen, um das jetzt schon eher ins Spiel reinzubekommen, das wäre aber Geld- und Ressourcenverschwendung, weil man den Code einfach wegschmeißen würde, sobald iCache draußen ist. Deswegen warten wir mal ab, mit iCache soll es ja dann funktionieren. Dann gibt es News zur Hull C oder generell sagen wir mal zur Hull-Reihe, denn dank der Arbeiten am Schiff zu Station Docking profitiert auch die Hull-Serie davon. Die Arbeiten an animierten und physischen Grids wurden abgeschlossen. Es gibt jetzt noch ein paar Dinge, die noch erledigt werden müssen, damit die Hull-Mechanik wirklich funktioniert. Dazu gehören eben die skalierbaren Räume oder sagen wir mal das Raumsystem mit seinem Luftsystem in der Spielengine selbst. Es müssen auch noch einige Veränderungen am Landing-Gear-System sowie am Frachtsystem gemacht werden. Denn die Hull bewegt nicht nur ein paar SCU, sondern tausende SCU und aktuell ist es einfach das bestehende Box-System, wo ja immer ein SCU in einer Box drin ist, ist einfach dafür gar nicht vorgesehen und gar nicht skalierbar. Es würde zu massiven Rucklern und Lags und Abstürzen führen, wenn eine Hull sich mal volllädt. Das heißt, da ist noch einiges notwendig, aber die Cargo-Decks der 3.11 sind zumindest schon mal ein Bestandteil für das B- und Entladen von der Hull-Serie in der Zukunft, ein wichtiger Baustein sozusagen. So, last but not least, die Redeemer. Jawohl, da haben wir schon Ewigkeiten nichts mehr von gehört. Natürlich wurde auch an der Redeemer etwas weiter gearbeitet und sie wurde nach einigen Veränderungen jetzt doch wieder in ein vollwertiges Kanonenboot umgewandelt. Das Äußere der Redeemer wurde komplett überarbeitet und sie trägt natürlich jede Menge Waffen. Der ursprüngliche Style Guide wurde jedoch beibehalten. Es war erst die Überlegung, das Schiff einem anderen Hersteller zuzuweisen, da es eigentlich so gar nicht mehr richtig zu Aegis passt. Es wurde aber dann beschlossen, den Hersteller doch beizubehalten und noch ein bisschen zu reshapen, um den Style Guide von Aegis eben irgendwie gerecht zu werden. Besonders der Innenraum wurde verändert, um mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen und Zugriff auf die internen Komponenten zu geben. Auch die Geschütztürme können von innen besetzt werden, anstatt dass man erst in den Weltraum muss. So, ihr seht hier ja schon diverse Bilder, sieht wirklich gut aus, das gute Stück. Ich habe es auch bei meinem Hangar stehen. Das sind Bilder des Vorproduktionskonzeptes. Das heißt, die Redeemer ist nicht in Produktion. Sobald sie in Produktion geht, werden wir es auf der Roadmap erfahren. Aber zumindest sehen wir hier ein Lebenszeichen von der Redeemer und das ist doch bestimmt eine gute Nachricht, oder? So, das war das ganze Zeug mal kurz und knapp mit den meiner Ansicht nach wichtigsten Dingen. Ich verlinke euch in den Kommentaren nochmal das Originalvideo, das ist um einiges länger. Da wird ganz viel Zeug noch ein bisschen Nebenzeug noch mit erzählt. Wenn euch das interessiert, guckt es euch gerne an. Ich denke aber, ich habe die wichtigsten Infos und ja Fakten aus dem Video rausgezogen und jetzt hier in Deutsch für euch drin. Wie gesagt, ansonsten guckt es euch nochmal in Ruhe an, gibt ja auch deutsche Untertitel zur Not, ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. With 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?